Ja, wir sind zum Einsatz gerufen worden, Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe. Als wir hier ankamen, war folgende Situation, der Rettungsdienst und Polizei waren schon vor Ort und wir haben den LKW mit Anhänger im Graben gesehen. Ja, es liefen leichte Betriebsstoffe aus und natürlich ist es so, der Graben, der führt heute ziemlich viel Wasser, bedingt durch den starken Regen. Und der LKW hat sofort nach unserer Auskunft 650 Liter Diesel geladen oder hat Diesel im Tank. Somit haben wir eine unmittelbar große Gefahr, dass dieser Diesel auslaufen kann und im Graben, sprich über längere Kilometer, sich ausbreiten kann. Wir haben sofort den Graben gesperrt mit Folien bzw. auch Sand und sind jetzt dabei und pumpen den Graben großräumig ab, sodass wir, dass die Gefahr nicht weiter besteht, dass wir den Diesel, dass der Diesel in den Graben geht. Wir haben natürlich auch eine große Situation dazu, wir kommen jetzt auch an den Tank nicht ran. Der LKW liegt genau auf dem Tank und der Berger ist jetzt gerade erst eingetroffen. Er versucht jetzt den LKW so zu bergen, dass der Tank nicht weiter platzt, aber die Gefahr besteht natürlich immer noch. Und somit auch weiterhin bleibt unser Einsatz hier noch erforderlich.